Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin's wieder, euer Cornel. Wir sind bei SimCity und ich habe gerade eben festgestellt, man kann anstatt die Pfeiltasten zum Hin- und Her-Scrollen auch einfach die WASD-Tasten benutzen. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut und ja, dementsprechend kann jetzt auch keine Aufnahmefehler mehr passieren. Ich dachte, das geht nicht. Ich weiß auch nicht ganz genau, warum ich das dachte. Ich dachte es aber. Ich bin gerade ein wenig irritiert, weil mein DxTory nur mit 16 FPS gerade aufnimmt. Aber vielleicht braucht das Spiel einfach gerade nicht mehr, aber ich finde es... Laggt es? Naja, oder? Nö. An für sich nicht. Also, keine Ahnung. Vielleicht braucht es einfach gerade nicht mehr. Ja, das kann ja sein. Ich habe da auch nie wirklich drauf geachtet. So, wir wollten... auf jeden Fall noch eine zweite Schmelzhütte hier in die Stadt bauen. Und das werden wir jetzt auch einfach mal machen, um zu gucken, ob sich das dann in irgendeiner Art und Weise rentiert, was wir hier tun. So, und wir haben gerade ein wenig Geld. Das bedeutet, man könnte das prinzipiell jetzt mal auch ausprobieren. Das ist auch einfach nur eine... ja, komm, packen wir hier hin. So, wir haben gerade das Geld. Ich habe auch immer noch voll viel Geld. Ich weiß gerade nicht, wo das Geld herkommt, aber ich bin froh, dass es da ist. Kann Geld stören? Ich glaube nicht, oder? Das ist Metall, das will ich nicht. Ich will natürlich meine Kohle auch verarbeiten, die ich habe. Kann Geld stören? Ich denke nicht. Ich denke, Geld kann nie stören. Aber Geld macht auch nicht glücklich. Das ist so der zweite Punkt. Ja, Geld kann nicht stören, aber ich denke, Geld macht auch nicht zwangsläufig glücklich. Das sind vielleicht so die zwei Sachen. Ja, ich importiere gerade krass extrem, glaube ich. Das Problem ist natürlich, ich habe gerade nicht so viel Geld. Geschlossen, wir stellen neue Leute ein. Ja, dann entspann dich doch einfach mal. Ich weiß, dass... knappe Ressourcen. Ja, weiß ich doch, aber... wenn da noch keine Leute arbeiten, dann bringt mir das sowieso nichts. Also entspann dich einfach mal. Annahme von Roherz, Annahme von Kohle. Und daraus machen die Metall und dann Legierung. Und die verkaufen wir wie gehabt. Alles wunderbar. So, wenn wir jetzt gleich hier auch mal wieder die 10 Tonnen Legierung... ah, wir haben nur 5, okay. Wenn wir hier gleich mal wieder auffüllen und die beiden verkaufen, dann haben wir da auch wieder 80.000 und das läuft dann schon irgendwie. So, ich würde jetzt ganz gerne da nochmal zwei LKW-Stationen hinbauen, deswegen warte ich gerade darauf, dass es nochmal Geld irgendwie reinkommt. Aber gerade macht sich hier nicht so viel. Da haben wir wahrscheinlich nochmal ein bisschen Kohle verkauft. Ja, und die beschweren sich hier alle, dass sie krank sind, ja. Abwasser haben wir auch nicht mehr. Abwasser haben wir auch nicht mehr wirklich viel. Ja, und krank sind einige und, Polizei brauchen wir. Haben wir ein Polizeirevier? Ja. Da brauchen wir jetzt überall Geld für, ne? Das ist jetzt natürlich das Problem an der ganzen Sache und das haben wir gerade nicht. Das ist ärgerlich. So, 15.000. Roherzmangel, Produktion angehalten. Ja, ist in Ordnung. Du arbeitest noch, das ist gut. Hier haben wir 10 Tonnen Legierung, verkauf die doch mal. Ja, verkauf die doch einfach mal. So, und dann haben wir hier Roherz und dann haben wir hier Kohle voll. Da keine Kohle mehr, da auch noch Kohle voll. Könnten wir prinzipiell hier... ja, hier können wir das Versandlager abreißen einfach, weil das brauchen wir nicht. Wir haben oben ja viele Versandlager hingebaut, einfach mal so aus Jux und Dollerei. Und dann können wir hier auch noch ein Roherzlager hinbauen. Und können hier auch noch importieren. Ist das Roherz? Nein. Das ist lokal verwalten und das ist importieren. Warum ist Roherz so unendlich teuer hier? Ich verstehe das nicht. Wonach berichten sich die Preise? Ich hatte mal eine Map, da hat das alles nur 4.000 gekostet. 4.500 oder so um den Dreh. Also das kann ich nicht so ganz nachvollziehen, warum das so krass gerade ist. Naja. Da die eh einen kleinen Mangel haben an Roherz, brauchen wir hier jetzt auch nicht großartig noch die LKWs ausbauen, weil dann haben die ja eh nicht so viel zum Rumkutschen. Würde ich jetzt einfach mal annehmen.
Wie teuer war hier die Kläranlage? Die war 40. Ich komme da immer durcheinander. Ich weiß nie, was Wasserpumpe und was Kläranlage kostet. Wenn die... Na okay, jetzt sie erledigt. Naja, egal. So. Ja, die Stadt macht immer noch irgendwie Gewinn. Ja, sogar ordentlich. Weil wenn wir mal abwarten würden. Aber im Moment, ja, es ist eigentlich nur, ja. Wir kaufen im Moment nicht so viel Roherz ein. Das ist ein bisschen ärgerlich, weil wir kein Geld dafür haben. Wenn wir jetzt wieder ein bisschen Geld sammeln und dann wieder Roherz einkaufen können, dann sollten wir hier dann auch gut Legierung herstellen. Nein, das wollte ich nicht. Und dann sollten wir auch, also ich glaube, dass das irgendwie funktioniert. Also ich bin da, ja, ich bin da ein wenig optimistisch, wenn ich das so sagen darf. Ja, warum verkauft ihr denn auch nicht die Export, Export, Import? Warum verkauft ihr denn auch nicht die Legierung? Weißt du, was das für ein Geld bringt? Naja, was ich jetzt gerne in dieser Folge machen würde, ist, braucht Energie und braucht Wasser, ist, wir bauen hier erstmal noch ein bisschen Energie und Wasser aus. Wieso braucht das Energie und Wasser? Wir sind im Minus. Nicht gut. Eieieiei. Das Kohlekraftwerk ist an seine Kapazitäten gekommen. Das ist natürlich nicht so gut, aber ist jetzt auch nicht so schlimm. So, Wasser brauchen wir auch noch. Ah, so eine Pumpe packen wir hier hin. Na, hier ist am meisten, ja. Müssen wir aber so eine Pumpe nehmen und die kann ich mir nicht leisten. Wenn ich so eine nehme, ist hier wahrscheinlich Bodenverschmutzung. Ah, dann vielleicht doch hier hinpacken. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher. Schade, dass man hier keine Servicestraßen anlegen kann, weil dann könnte man hier einfach das Wohngebiet abreißen und hier zack und dann hier Wasserpumpen hinstellen. Also hier die, ne? Vielleicht müssen wir die auch irgendwann mal wieder abreißen und dann müssen wir die halt hier oben hinbauen und machen dann hier unten Wohngebiete nochmal ein bisschen hin. Vielleicht müssen wir die einfach so ein bisschen wandern lassen. Ich weiß es noch nicht so genau. Das werden wir dann schon bei Zeiten alles sehen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, ob ich die jetzt hier hinbauen soll. Muss ich ja. Ich brauche ja hier ein bisschen Wasser. Ja. Führt ja kein Weg dran vorbei. Was soll ich sonst machen? Ja, bringt alles nichts, ne? Okay. Ich bin ein wenig, ich bin ein wenig, ja, ich bin ein wenig, ich weiß nicht so ganz. Ich weiß nicht, was ich so davon halten soll. Ah, prinzipiell sollten wir jetzt das Abwasser auch noch ausbauen. Weil wir auch unser Abwasser hier rüber schippen aus der Stadt. Und wenn wir das Abwasser nicht mehr hier rüber kriegen, dann ist es ein Problem, weil dann haben wir da hinten Bodenverschmutzung und das will ich nicht. Weiß ich nicht, was das bedeutet. Jetzt müssten wir prinzipiell ein wenig hier warten, bis wir den bauen können. Dafür haben wir halt einfach zu wenig Simoleons. Ja, ich weiß. Zu wenig Simoleons. Für 40.000 brauchen wir noch 15.000. Das sind entweder 3 Stunden knapp. Ja, wahrscheinlich dann 4. Oder wir verkaufen eben noch ein bisschen Kohle oder so. Oder mal eine Legierung. Wie wär's damit? Na, anscheinend nicht. Das sah eher nach Kohle aus. Das sah nach gar nichts aus. Das war, was verkaufen wir da? Doch, das war Kohle. Naja, immerhin. Immerhin ist die Kohle noch unser Freund. Wir können jetzt nicht hier 4 Stunden rumsitzen. Also, Ingame-Stunden, ne? Ich spiele auch schon wieder 8 Minuten und wollte eigentlich mal in die andere Stadt wieder. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ja, jetzt importieren die. Ja. Kann ich einen Kredit aufnehmen? Ich kann da letztens den auch nicht abzahlen. Ah. So, dann würde ich jetzt gerne einmal die Stunde beenden, damit ich den Kredit abbezahlen kann, weil dann kann ich einen neuen Kredit nehmen und dann kann ich das einfach bauen. So, Schnups, Piep, egal. So, zack. Annehmen. Und dann nehmen wir einen 50.000er Kredit, haben leider nicht mehr. Das ist ja gar nicht. So. Das sollte erstmal gewesen sein. Ja, das mit den 2 Schmelzhütten ist so jetzt. Ja, die haben immer wieder Roherz und die haben auch Roherz. So, jetzt arbeiten beide und jetzt bin ich halt so. Ja, wieso exportierst du denn nicht mehr? Guck mal, das Lager ist voll. Was ist denn da los? Heute geliefert 40 Tonnen Roherz. Ich würde gerne die Sachen verkaufen. Ist das so schwierig? Ich verstehe es nicht.
Wieso exportiert der nicht mehr? Will keiner meine Legierung kaufen? Das kann ich mir nicht vorstellen. Ach so, hier oben habe ich auch noch Legierung und Metalllager. Das wusste ich gar nicht. Hier habe ich auch noch. Ja, okay. Ja, die Legierung ist voll. Haben die jetzt hier gleich volle Lager oder was? Ey, ich will immer einfach drauf drücken und dann klickt mein Ding doppelt und dann habe ich irgendwie. Ja. Warum ist hier jetzt. Ist mir auch egal. Ich weiß immer noch nicht, was die verstopften Rohre bedeuten und ich habe immer noch keine Hilfe bekommen. Naja. Kommentartechnisch läuft es momentan auf meinem. Warum braucht es Wasser? Ich hab Wasser. Hör auf. Ich hab doch genug Wasser. Ich hab doch gerade erst Wasser angebaut. Ich hab doch gerade erst Wasser angebaut. Ai. Ich glaube, ich bin einer der schlechtesten SimCity 5 Spieler. Das macht dann wahrscheinlich auch noch besonders viel Spaß, mir dabei zuzugucken, wie ich hier nichts auf die Reihe kriege. Es sind 11 Minuten vorbei, ich habe nichts geschafft, oder? Ich habe da jetzt einfach nur gerade hin und her geguckt und irgendwie versucht, da Geld zu verdienen. Das ist auch immer. Warum fahrt ihr hier so in der Kolonne, Alter? Wollt ihr mich verarschen? So. Was ich hier in der Stadt machen wollte, bevor der Part jetzt auch komplett... Okay. Da muss ich ein Shuttlebus-Depot aufstellen. Ist leider etwas teuer. Packen wir in die Hauptstraße. Brauchen wir aber, damit wir Bushaltestelle bauen können. Musste ich gar nicht. So. Die bauen wir natürlich, damit die Sims von der einen Stadt in die andere kommen. So. Das sieht doch gut aus. Da müssten alle versorgt sein. Dann noch die Hauptstraße entlang. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass dieses Grün bedeutet, dass all die Leute erreicht werden, oder? Und dann sollte das doch alles in Ordnung sein hier. Bauen wir das jetzt noch ein bisschen aus. 100 die Stunde. Ja, komm, dann können wir noch 2 hinklatschen, aber mehr dann auch nicht. Das soll erstmal so reichen. Verkehrsabteilung in Cornell. Jetzt mit der Verkehrsabteilung hätte ich es wahrscheinlich nicht mehr gebraucht, oder? Ja, das könnte sein. Jetzt würde ich natürlich gerne in der Spezialisierung, ich bin mir da nicht so ganz sicher. Hier, die Glücksspiele und die Kultursachen. Zum einen ergänzen die sich doch prinzipiell ganz gut, weil beides Touristen anlockt, beziehungsweise anlocken sollte, oder? Und das zweite Ding, was ich so problematisch finde mit den Dingern, dass hier so ein billiges Casino, das funktioniert vielleicht, wenn ich das hier hinpacke, aber dann irgendwann die teuren zum Laufen kriegen, weiß ich nicht, wie das geht. Weiß ich nicht. Weiß ich einfach nicht. Nö. So. Was wir prinzipiell bräuchten, wäre jetzt auch erstmal so eine... Wieso nicht so eine Casino-Straße bauen? So ein Viereck, das wäre doch eigentlich eine ganz nette Sache. Wenn wir das hier anfangen... 73.000 für so eine Straße, wollt ihr mich verarschen? Das ist auch kein perfektes Quadrat. Ich hätte dann gerne ein perfektes Quadrat. Ja, wir machen das so. Ja. Mir schwebt da was vor. Es wird wahrscheinlich nicht wirklich funktionieren. Es wird wahrscheinlich nicht so funktionieren, wie ich mir das vorstelle, aber mir schwebt da gerade einfach so etwas vor, und zwar ein X. So. Jetzt hätte ich gerne Schienen, aber ich habe doch die Verkehrsabteilung. Bedeutet, eigentlich müsste ich einen Bahnhof bauen können, ja. Wenn ich jetzt... Muss man bei den Schienen eigentlich darauf achten, dass das Sinn macht? Das habe ich nie verstanden. Wenn ich jetzt hier die Schienen reinziehe... Das gibt zwar einen Bahnübergang, aber ich hoffe einfach mal, dass das in Ordnung ist. Bei dem Bahnübergang sind Ampeln, die... irgendwie komisch aufgestellt sind, okay. Keine Schranken. Ne, okay. Ja, das ist doch eigentlich ein Logikfehler, oder? So geht ja keine Schienenschaltung, oder? Kann das funktionieren, so wie das hier ist? Ich habe keine Ahnung.
Ist auch egal, ich glaube, es funktioniert so und dann soll es auch in Ordnung sein. Naja, was jetzt wieder dumm ist, ist, dass die Straße, dass der Bahnhof so eine Extrastraße hat. Naja, egal. Machen wir so. Machen wir mittlere Straße. Und die packen wir dann einfach hier rein. Das wiederum benutzen wir, um dann ein Casino hier aufzustellen. Das ist jetzt noch ein bisschen karg und ein bisschen leer. Das bedeutet aber auch, dass wir auf jeden Fall eine Polizeiwache gleich bauen müssen. Das ist noch ein bisschen karg und ein bisschen leer jetzt hier, aber ich... Vielleicht entwickelt sich das jetzt zu einem guten Casino-Kreuz oder so, ich habe keine Ahnung. So, packen wir hier ein Schild hin, das ist immer ganz gut. Und jetzt haben wir hier einige Sachen, die wir zum Casino dazu bauen können. Zum einen Zimmer und zum anderen so extra Dinger. Da gibt es zum einen die Blackjack-Tische und die Münzautomaten, die bringen nochmal ein bisschen Geld. Und dann gibt es den Comedy Club und die Lounge. Und wir werden den Comedy Club bauen, weil der bringt Touristen der unteren Einkommensschicht und die sind erstmal so meine Haupt... Es ist erstmal so mein Haupt... Ja, ist also mein Hauptmilieu, sag ich mal. Ne, wie nennt man das denn? So mein Hauptpublikum, genau. So, und dann, ja, ein Comedy Club. Jetzt die Frage, machen wir eine Lounge oder machen wir dann die Blackjack-Tische und gucken einfach, ob da vielleicht Leute reingehen. Ich glaube, wir machen die Lounge einfach so, dass wir nicht ganz so viel zum Spielen haben, sondern mehr zum Anlocken und dass wir dann einfach vielleicht noch nicht so den Mega-Gewinn machen können. Aber eventuell einfach so ein paar Leute hier kommen, die da spielen wollen. Mal gucken, ob das irgendwas bringt. Wenn ich hier Scheiße gebaut habe, könnt ihr mir das gerne sagen. So, da kommt eine Haltestelle hin. Hier sind wir auch überhaupt nicht kleinlich. Den Rest schmücken wir erstmal noch nicht aus. Es reicht ja dieses kleine Viereck, wenn wir da einfach ein paar Leute dann erstmal hinbringen. So. Gut. Ja, jetzt sind wir im Minus. Das ist ein bisschen doof. Ist allerdings vielleicht auch gar nicht so doof, weil dann können wir hier oben einfach nochmal ein bisschen Wohngebiet ansiedeln. Ja, eigentlich, ich weiß nicht, warum ich das jetzt hier so gerade mache, aber eigentlich mag ich das nicht so gerade. Wobei, das finde ich eigentlich relativ cool, was ich hier gemacht habe. Ja. Eigentlich mag ich das nicht so gerade. Eigentlich mache ich immer ganz gerne mit der Freihand, mit dem Freihand-Tool. Aber wegen irgendeiner, ich weiß nicht ganz genau warum, irgendwie finde ich es gerade so schöner. Ist wahrscheinlich pottenhässlich, aber was soll's. Ne? Ich meine, I mean so what, I am a Rockstar und so ähnlich. Wir sind auch schon wieder viel zu viel über die Zeit. Ich kann, ja, ach, was heißt über die Zeit? Ja, das ist, wahrscheinlich auch nicht richtig. Naja. So. Ja, jetzt müssen wir natürlich da oben auch wieder die Bushaltestellen hin verlegen. Ah, kommt's dann nicht drum rum, ne? Ärgerlich, wir müssen zwei hin und an die Hauptstraße. Entschuldigung, ein bisschen Schluck auf. Ja, gut, es entwickelt sich alles irgendwie. Wir verbraten hier ordentlich Kohle. Das mit dem Zug finde ich halt ganz schön. Und oh ja, der befördert auch ganz gut die Passagiere. Allerdings hat noch niemand mein Casino besucht. Ich kann aber nicht mehr Züge in den Fahrplan aufnehmen, oder? Also das liegt jetzt wirklich nicht in meinem Ermessen. Und oh, da sind auch die ersten Touristen. Oh, sehr gut. Die ersten Touristen in meinem Casino. So soll das laufen. Wie gesagt, so ein kleines Casino zum Laufen zu kriegen, ist kein Problem. Da kannst du dann auch 2-3 aufstellen, wenn es gut läuft. Das ist alles gar kein Problem. Was dann ein Problem ist und was ich noch nicht verstanden habe, ist, wie man so ein größeres Casino zum Laufen kriegt und bla bla bla. Ja, da muss man dann mal gucken. Ansonsten könnt ihr mir gerne schreiben, was ihr von dem Ganzen haltet, was ich hier mache.
Und ich werde mich jetzt auch an dieser Stelle verabschieden, weil ich muss das Ganze noch rendern und so. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. Schreibt mal eure Ideen für die Stadt, was man hier noch gut machen könnte. Und bevor ich jetzt gehe, packe ich hier nochmal einen richtig geilen Park rein. Bevor hier alle Häuser besiedelt sind. Plaza, klassisch. Das Amphitheater können wir leider noch nicht machen. Nee, dann nehme ich doch hier sowas. Mal gucken, ob wir den ausbauen können. Ja, können wir. Machen wir mal hier so ein richtig protziges Ding hin. Und oh, da haben wir hier natürlich jetzt richtig, richtig. Da siedeln sich jetzt wahrscheinlich so ein paar reiche Leute an. Das ist aber auch gar nicht schlecht. Boah, der sieht richtig schön aus, oder? In dem Park würde ich auch gehen. Naja. Gut. Ihr seht schon, hier wird groß gebaut. Das alles werden wir beim nächsten Part uns dann angucken. Ich mache auf Pause, damit wir auch nichts verpassen. Und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Euer Cornel. Tschüss.